Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Digimon Story. Vielleicht werden wir diesmal erfahren, wer hinter diesem düsteren Avatar da steckt. K ist sein Deckname. Du scheinst ein paar verlässliche Verbündete gefunden zu haben. Jawohl. Shiga war wohl nicht der Hacker, den du suchst. Das finde ich auch schade. Wie findest du es seltsam, dass ich das weiß? Was? Wie? Findest du es seltsam, dass ich das weiß? Ich kenne Kolon wie meine Westentasche. Diese Informationen bekommen mich mit Links. Udi ist außerdem recht bekannt unter Hackern. Vertraute von Zaxxon, verstehst du? Ich gebe dir einen Rat. Vertraue diesen Leuten nicht zu sehr. Sie sind schließlich Hacker. Du weißt nicht, was sie hinter den Kulissen treiben. Es war schlau von dir, mich nicht zu erwähnen. Ich weiß nicht, was sie dir gesagt haben, aber falle nicht auf ihre Versprechen herein. Wer ich bin, willst du wissen? Dein Verbündeter. Sogar dein einziger. Ich schicke dir Informationen zu deinem nächsten Ziel. Er heißt Tura Kayaba. Er missbraucht persönliche Daten, die er durch Kontenraub erhält, um Geld und von Personen und Unternehmen zu erpressen. Er hat eine beeindruckende Kontensammlung. Versuch ihn zu finden. K, auf was hat er bloß abgesehen? Tura Kayaba. Ja, das klingt mir ziemlich, als wenn ich irgendwas für den erledigen soll. Ich habe in letzter Zeit nicht auf die Tafel geschaut. Ich werde den PC benutzen, um zu sehen, ob es neue Fälle gibt. Natürlich, aber vorher klabustern wir mal das Item. Udi-Erinnerung erhalten. Und dann hatten wir eine neue in der Digi-Line. Irgendwo. Ja, sogar ganz viele. Ach ja, ich sage dir, wie die Digimon auf der Farm Digi-Line benutzen. Du kriegst Nachrichten von Digimon auf der Farm. Du sollst darauf antworten. Ja, weil die Antworten machen nämlich manchmal etwas mit den Digimon. Boosts und sowas. Danke für die Meldung. Freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Danke. Ich sollte dir danken. Alles klar. Das waren die zwei Nachrichten, die wir hatten. Und dann gucken wir jetzt mal schön auf das Täfelchen, was wir da sonst noch so für Nebenquests haben. Wir könnten jetzt übrigens von hier ins Digilab. Und Hackers Memory, die gucken wir uns in irgendeinem Special, denke ich mal, an. Wir werden jetzt aber erstmal an die Wand gucken. Neue Fälle hinzugefügt. 1. Schlag die bösen Hacker. Mirei Mikugara. Level 2. Wer sind die bösen Hacker? Da gibt es viele in Kolon. Ich wollte dich etwas fragen. Ich bin am üblichen Platz. Komm, wenn du Zeit hast. Ich erkläre dann alles. Ermittlungsbeginn. Schlag die bösen Hacker. Ein Fall von Mirei? Ich sollte ins Digilab gehen und nach weiteren Informationen fragen. Geil, portet man sich automatisch. Da, die hat schon eine Katze da hängen. Du hast also meinen Fall angenommen. Ich wusste, dass du kommen würdest. Es war unvermeidlich. Auch wenn du ein paar ungewöhnliche Eigenheiten hast, weshalb ich kurz Zweifel hatte, aber zum Glück waren sie unbegründet. Kommen wir direkt zum Fall. Ich möchte, dass du einen bösen Hacker in Eden bestrafst. Eden ist voll von Hackern, die Digimon nur als Werkzeug für ihre Absichten ansehen. Das weißt du sicher bereits. Natürlich sind ihre Absichten ziemlich böse und illegal, um es kurz zu machen. Um diesen armen Digimon zu helfen, möchte ich, dass du einen solchen Hacker nachsetzt und ihn für seine furchtbaren Taten eine Lehre erteilst. Ich komme wieder direkt zum Punkt. Der fiese Hacker scheint irgendwo auf Ebene 1 in unteren Nolan zu sein. Dieser scheint besonders fies zu sein. Du wirst schon verstehen, was ich meine. Mehr habe ich für dich momentan nicht. Danke nochmal, dass du mir bei diesem Fall hilfst. Komm wieder her, wenn du fertig bist und erstatte mir Bericht. Alles klar, ich glaube, das wird sogar jetzt der erste Kampf sein. Also, was heißt der erste Kampf? Wir haben ja schon Kämpfe hinter uns, aber mal eine Ebene, wo auch so Kämpfe aufteilen können. Du solltest deine Gruppenmitglieder prüfen, bevor du gehst. Du kannst bis zu 11 Digimon mitnehmen, solange Platz im Gruppenspeicher ist. Ja, ich besitze 1. Füge in der Digibank unter Digi-Umwandlung ein gesendetes Digimon per Digimon verschieben als Mitglied hinzu. Unterschätze deine Gegner niemals. Bereite dich hier ausreichend vor. Ja, ich habe leider nichts. Wir hätten mal gucken können, ob wir vielleicht ein Dungeon haben. Oh. Wollten hier ja gar nicht raus, Mann. Eden. Yes. Und dann ab ins untere Kowloon, Kowloon, whatever. Da, ab zum unteren. Das ist so die Ebene für böse Gestalten. Solange die kein Ausrufezeichen haben, sagen die übrigens überhaupt nichts aus, die Typen, die hier überall rumgammeln. Deswegen spreche ich die auch nicht an. Da oben ist schon einer, den wir ansprechen können. Oh, hier waren wir sogar schon mal. Genau, ich wollte mal gucken, was haben wir für Mauerspalt. Deaktiviert Firewall Level 1 gelb.
Entschlüsselt Daten. Genau, und das, was ich macht dich transparent, ist geil, weil du dann unsichtbar bist. Das ist cool. Reduziert Begegnung, wenn man halt keinen Bock hat zu kämpfen. Meistens mache ich aber das hier, Funktionsaufruf. Können wir natürlich momentan nicht einsetzen, weil wir kein Digimon haben, was... Genau, das war das Digimon mit dem Minus. Ganz wichtig, wir brauchen ein Digimon im Team vom Typ... Ich glaube, keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Nothing? Ich weiß halt nicht. Dann kann man das hier einsetzen und wenn es Typ Ultra ist, können wir sogar Begegnung erzwingen. Das ist wie Lockdorf bei Pokémon. Ebene erstellen, löschen. Damit kann man, das braucht man irgendwann auch, dann kann man hier wirklich so Ebenen erstellen an bestimmten Punkten. Wege, also Brücken und so ein Mist. Strom an- und abschalten. Das sind alles Sachen, die wir brauchen. Versteckte Fallen, hast du nicht gesehen. Aber momentan haben wir ja noch kein zweites Digimon. Ich weiß auch gar nicht, ob hier schon welche auftauchen können. Ich weiß auch jetzt gar nicht, ob das jetzt wirklich schon der Hacker ist, den wir da stellen müssen. Dann wäre das jetzt ein bisschen easy gewesen. Okay, da kommt ein Kampf. Das heißt, wir speichern das Schnitzel hier jetzt erstmal. Man wird ja wirklich aus dem Spiel geworfen und zum letzten Speicherpunkt. Das heißt, wir haben dieses ganze Gequatsche wieder vor uns. Deswegen vor Fights, wo man sterben könnte, am besten speichern. Wer zum Teufel bist du? Du willst dich mit mir anlegen? Ich soll aufhören, Digimon für böse Zwecke auszubeuten? Was geht dich das an? Zwing mich doch, wenn du willst, auf dass ich aufhöre. Ja, war klar, dass jetzt ein Fight kommt. Aber der hat einfach nur zwei... Ich glaube, das ist noch nicht mal... Das ist sogar Typ Baby. Aber halt zwei Viecher. Das ist das Nervige an dem Spaß. Und ich weiß gerade nicht, wir sind gegen keins effektiv. Sind halt beides neutrale. Ach du heilige Scheiße. Das kann ja lustig werden. Nö, noch eins kriegen wir nicht mal hin, ey. Gotsumon ist scheiße. Bin nur überlegen, erstmal Luftblasen, 95 Schaden. Warum muss man sich mal vorstellen? 95 Schaden, ey. Ja, wir versuchen jetzt einfach erstmal eins zu töten. Wir müssen uns jetzt immer heilen und dann angreifen. Sonst kacken wir echt ab. Schrecklich. Boah. Das ist gerade echt nicht schön, ne? Haben wir erhebt. Einen Verbündeten Gift auf und stellt 100 TP wieder her. Eines Verbündeten im Kampf. 5 Züge lang um 20. Crit um 20. Erhöht Grundwerte eines Verbündeten. Okay, das sind alles Items halt, die Verbündeten Status leiden. Sollten wir noch nicht einsetzen. Das brauchen wir wahrscheinlich beim Endboss oder so. Das sind Items, die wir bekommen haben, weil wir das vorherige Spiel durchgezockt haben. Ja, ich muss mich mindestens noch einmal heilen, um das Fieder abzuschlachten. Also Gotsumon, falls ihr dieses Spiel kauft, wählt nicht Gotsumon oder stellt das Spiel auf einfach. So, wenn ich jetzt nicht auf 90 live... Scheiße, ich muss mich auf jeden Fall nochmal... Ach du Scheiße, ich bin tot. Warum dürfen die denn so oft angreifen? Wollt ihr mich flachsen? Da, das meine ich, man wird halt komplett zurückgeworfen. Yes, erster richtiger Fight, was passiert? Wir sterben. Deswegen haben die uns auch davor gewarnt, den anzugreifen. Ja, aber man hat natürlich auch die Tränke wieder. Hat auch was Positives. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal trainieren. So. Wieder. Das Vorspur müsste jetzt zu Ende sein. Da stand jetzt einfach nur, dass wir hiermit auch zum Digilab gehen können und uns auch an diversen Leuten ein- bzw. ausloggen können. Wir haben jetzt zwei neue Digimon freigeschaltet. Da Digimon Umwandlung. Ein Punimon, so sieht es übrigens aus. Ein verpixeltes Ei wird jetzt zu einem Digimon. Ich werde es euch jetzt einmal zeigen, danach werde ich es immer vorspulen. Das Punimon hatte übrigens schon von vornherein 200%. Damit ist die Fähigkeit, glaube ich, auf 5. Wir werden es jetzt sehen. Der Unterschied zwischen Koromon ist halt 125%. Gucken wir jetzt einfach mal. Da, Fähigkeit 1. Das hat es halt einfach höher. So. Gut. Dann können wir auf jeden Fall die Digimon verschieben.
Das wissen wir. Wir haben 11 Plätze, aber nur eine gewisse Kapazität, die da unten steht. Wir haben zum Beispiel 8 von 20. Das erhöht sich aber im Laufe des Spiels. Ich habe manchmal auf dem anderen so weit trainiert, dass ich das quasi nicht mehr hinbekommen habe, dass es da reingepasst hat. Ich muss jetzt erstmal gucken. Okay, 7 Minuten müssen wir am Ende abziehen. Die spule ich nämlich dann einfach auf 3 Minuten vor. Also ziehen wir 4 Minuten ab, das läuft schon. So, sind natürlich jetzt nur Level 1. Bin halt am überlegen, ob wir trotzdem einfach gegen das Vieh kämpfen. Weil das hat auch nur 5 Speicher. Ich weiß nicht, wir heilen uns jetzt auf jeden Fall erstmal. Ach, das kostet Kohle, deswegen habe ich es nie gemacht. So, auf dem Weg werden wir natürlich jetzt noch Digimon begegnen. Vielleicht, wenn wir Glück haben, begegnen wir noch Digimon. Dann werden die auf jeden Fall erstmal Level Up erreichen. Wir können gleichzeitig im Kampf bis zu 3 Digimon verwenden. Gibt es auch spezielle Taktiken mit Supportern, Tanks und hast nicht gesehen. Werden wir aber alles im späteren Spielverlauf kennenlernen, wenn ich solche Digimon dann habe. Momentan habe ich einfach nur die Wahl zwischen denen hier. Und ich bin echt am Überlegen, den jetzt einfach... Ah, nice. Können wir sogar gleich noch eins freischalten. Dieses Punimon oder wie das komische... Boah, macht das einen Schaden, ey. So. Ja, wir reißen jetzt erstmal das hier in Stücke. So. Können wir das hier vollblasen. 25. So, und jetzt machen wir mal den Unterschied. Der macht 25 Schaden, der 30 sind 5 Schaden mehr. Das heißt, Fähigkeiten scheinen echt... Fähigkeit 5, also 5 Schaden mehr. Fähigkeit 1, 1 Schaden mehr. Da weiß ich natürlich jetzt nicht, wie das gehandhabt wird. So, können wir jetzt einfach angreifen. Die sind auf jeden Fall schneller als... Ah, genau das gibt es auch noch. Diese Kombi-Attacks, die dann um einiges mehr Schaden machen. Da mehr als doppelt so viel Schaden wie vorher. Und das war nur eine normale Attacke. So, die sind jetzt beide Level 3. Müsste also jetzt, hoffe ich, einfach mal funktionieren. Pabumon können wir uns gleich auch noch ziehen. Ist, glaube ich, die Vorentwicklung von diesem Tentomon-Stamm, meine ich. So, das speichern wir natürlich erstmal. Weil wenn wir jetzt verkacken, dann könnten wir die alle nochmal holen. Da hätte ich absolut keinen Bock drauf. Ich meine, ich habe immer noch kein Internet. Was sagt, dass ich auch immer noch nichts Besseres zu tun habe. Das heißt, nichts Besseres zu tun, aber ich habe ja auch Bock auf das Game. Aber ich hätte halt gerne heute noch ein bisschen wenigstens gestreamt. Aber komm. Der hat auch nur so 2 kleine Fatzkes. Habt ihr das gesehen? Das war unschön. Ich glaube, da müssen wir echt was trainieren, weil so klappt das nicht. Punimon wurde gerunhittet und macht auch überhaupt gar keinen Schaden. Ich hoffe, die greifen Gotsumon an. Wenigstens kriege ich es gleich tot. Ja, Meereswelle, super. Problem ist, Tote bekommen auch keine EP. Aber vielleicht schaffe ich es ja trotzdem diesmal. Hier kann man momentan auch absolut nicht leveln. Ich meine, die werden jetzt noch ein bisschen Level-Ups bekommen, aber das war das auch schon. Zerstörungskanone, wenn sie crittet, bin ich tot. Ich habe es überlebt. Ah, es greift auch noch an. Okay, jetzt bin ich wirklich tot. Alles klar, wieder Game Over. Juhu! Das heißt, wir können jetzt wieder noch ein bisschen leveln. Das ist das Game auch schwer. Ja, es ist wirklich eine Herausforderung. Könnte ich ja irgendwo reinboxen, ne? Wahrscheinlich müssen wir die sogar erstmal entwickeln, ey. Sollten die, glaube ich, echt vorher zu Rookies machen. Hier ist nicht der Zeitpunkt für Umwege, herzlichen Kromerk. Ah, was wir aber jetzt machen können. Das wollte ich nicht. Und zwar können wir die... Oder auch nicht. Doch, da, Funktionsaufruf, steigert die Bewegung. So, das wollte ich euch nur zeigen, weil die sind diese Minusviecher, dann kommen diese Tröten da oben und dann begegnet man mehr. Aber ich werde jetzt wieder vorspulen, wir sehen uns gleich. So, die halte ich kurz an, und zwar sehen wir jetzt, Punimon hat Level 5 erreicht und ist damit auf der Maximalstufe, die es erreichen kann. Dann werde ich euch das nämlich jetzt mal zeigen, was das bedeutet. Und zwar entweder es kann sich entwickeln oder wir müssen es zurückentwickeln. Da Punimon aber auf dem Level Baby ist,
gehe ich mal streng davon aus, dass es sich entwickeln kann und dass wir dann jetzt ein weiteres Rookie-Level-Digimon haben. Koromon haben wir natürlich bei 200% digitalisiert und was natürlich der Grund dafür ist, dass es höher als Level 5 werden kann. Das wird nämlich dadurch auch erhöht. Wow, also Koromon macht schon derbe Schaden. Das macht ja fast mehr Schaden als mein Gotsumon. Aber wir können vielleicht schon weiterentwickeln. Gucken wir einfach. Dafür müssen wir natürlich jetzt erstmal zurücklaufen. Das kriegt er natürlich jetzt mit. Ich guck mal kurz, wie viele Minuten wir haben. Wir haben 2 Minuten gebraucht. Das heißt, wir können am Ende jetzt mittlerweile 6 Minuten abziehen. So, dann gehen wir mal ins Digilab. Und dann können wir jetzt unsere ersten Digitationen mit ansehen. So, digitieren. Der kann sich natürlich nicht digitieren. Ne? 14, 14, 14. So, Koromon. Level 9, 7, 8, 6. What the hell? Punimon? Ach, okay. Punimon ist Level Baby und Koromon ist Level Ausbildung. Ja, was nehmen wir denn? Wir nehmen Tsunomon. Ach, okay. Das nächste Mal zeige ich euch auf jeden Fall. Die Entwicklung kann natürlich immer noch nur diese beschissene Blasenattacke. Können wir noch ein Digimon umwandeln? Ein Pabumon können wir uns noch holen, natürlich. Das müssen wir uns nicht mit angucken, alles klar. Das können wir dann auch in unser Team verschieben. Aber da werden wir jetzt sehen. Das ist jetzt nicht mehr bei den Kampf-Digimon dabei. Hier steht nämlich Kampf, Kampf, Kampf. Das sind momentan die aktiven Digimon. Nee, ich wollte nicht die Digibank. Werte, genau. Und zwar steht da jetzt Kamm. Kamm ist das, wenn die kämpfen, bekommen sie Kamm. 5%, 4%. Für jeden Gegner, den man tötet, oder ich glaube für jeden Kampf, den man bestreitet, kriegt 1%. Müsste Kampf sein. Ich frage mich nur, warum Koromon schon 5% hat und Tsunomon 4%. Das ergibt keinen Sinn, weil die beide gleichzeitig wiedergekommen sind. Da, und jetzt sehen wir es nämlich. Es hat bei der Digitation bei Fähigkeit 1 dazu bekommen. Ja. Und dann seht ihr bei diesen Angriff, Verteidigung, Initiative und Geschicklichkeit oder Geschwindigkeit, whatever das heißt, 44, 34, 15, dahinter in Klammern plus 0. Das kann man auf der Digifarm erhöhen. Ist alles, um die Viecher noch stärker zu machen. Aber ja, ich werde jetzt wieder vorspulen, weil ich die immer noch trainieren muss. Sind definitiv noch nicht stark genug, um zu bestehen. Deswegen bis gleich. So, da bin ich nochmal kurz. Und zwar können wir das nächste Digimon entwickeln. Und das wollte ich euch ja auch mal komplett zeigen, wie das so aussieht. Das war es. Das ist das Pabumon, was wir entweder zu Motimon, wodurch es dann zu dieser Reihe an Elektrokäferviechern werden kann. Yokomon zu Biomon und Birdramon und Tanemon zu Togemon etc. Zu den ganzen Pflanzen. Wir werden aber Yokomon entwickeln. Ich habe Bock auf Yokomon. Dingensmon digitiert zu Yokomon. So sieht die Digitation aus. Ausbildung, Attribut, Pflanze. Da haben wir nämlich auch 3 verschiedene. Was schon mal gut ist. Koromon können wir, glaube ich, können wir sogar schon zu Gilmon entwickeln. Könnten wir das machen? Kamm auf 10%. Können wir zu diesem kleinen Drachen werden? Das ist auch geil. Das ist auch geil. Hier brauchen wir auch nur Kamm 10% und Level 8. Und das haben wir noch nicht. Und das haben wir noch nicht. Ja, ich glaube, wir machen eher eins, was wir noch nicht haben. Kamm auf 10%. Wir gucken jetzt einfach mal nach, wie die Werte aussehen. Kamm auf, ja. Das haben wir doch gleich. Und dann trainiere ich die jetzt noch weiter. Ich werde die so weit trainieren, dass ich alle auf Rookie habe. Und dann, also zu Rookie entwickeln kann. Die sind jetzt alle Typ Ausbildung. Und dann melde ich mich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wir sind soweit. Wir können jetzt, glaube ich, alle außer Yokomon digitieren lassen. Und zwar wollen wir den hier haben. Oh, oder den. 30 Angriff, 20
Ich 50 Angriff, 20 Verteidigung. Wir nehmen den kleinen Drachen. Dracomon, Typdatei. Oh, wir sind natürlich doof. Gotzumon ist auch Typdatei. Da hätten wir natürlich eher von ausgehen können. Okay. Da, den Typen haben wir noch nicht drin. Wir brauchen aber eigentlich ein Wemon. Aber solange wir Yokomon noch haben, ist das eigentlich kein Problem. Dann nehmen wir das hier. Haben wir nämlich ein Monodramon. Und Gotzumon müsste normalerweise... Könnten wir zu Motimon wieder zurückdigitieren lassen und dann zu einem Typ Virus werden lassen. Oder Golemon noch ein Level und wir können das zu einem Typ Virus machen lassen. Wobei ich ja eher das hier haben möchte, weil wir das noch nicht haben. Haben wir jetzt Scheiße bei Dracomon gebaut? Ah, aber das kann immer noch so Typ Virus werden auf Level 14, also ist das kein Problem. Dann laufen wir erstmal mit Draco rum. Am Anfang ist das auch noch gar nicht so das Problem. Kann sich Yokomon schon entwickeln, das kann zur Not auch so Typ Virus werden, was wir auch noch nicht haben, den Pilz. Aber wir brauchen ja auch noch einen Strich, ne? Aber jetzt gucken wir erstmal, wir können nämlich auch noch Digimon umwandeln. Ponymon, klar. Ein Pabumon. Ja, auch schön. Ein Botamon, was wir noch gar nicht im Team haben, das nehmen wir nämlich mit. Und ein Sumemon, was wir auch noch nicht im Team haben, das nehmen wir auch mit, falls das alles so klappt, wie ich es jetzt denke. Gucken wir mal. Also Sumemon muss auf jeden Fall noch ins Team. Das kann zu anständigen Virustypen werden. Und das Botamon, Vorentwicklung von Agumon, können wir aber nicht mitnehmen momentan. Ja, ich würde das Sumemon echt lieber mitnehmen als das... als den Agumon-Verschnitt. Deswegen, wir legen das jetzt schön auf die Farminsel. Da können die ja auch leveln. So. Und dann kann ich das jetzt direkt mal zeigen. Das hier ist die Farminsel. Da befinden die sich jetzt gerade auf Standby. Anführer ist jetzt momentan das Vieh. Das gibt den, glaube ich, einen Angriffsboost, wenn mich das nicht irrt. Und jetzt kann man hier verbessert die Fähigkeiten eines Digimon. Entwickeln, erschaffe gegen Entwicklungskosten Items und Fälle und Items entdecken. Da findet man dann Fälle und halt Items. Das machen wir als erstes, weil die wollen wir ja alle, denke ich mal, freischalten. Fähigkeiten von Digimon könnte man eigentlich auch machen. Wenn das die Fähigkeit erhöht, wäre das schon mal echt... Ja, komm, machen wir Fähigkeit. Mach die Kamm ganz runter, die haben alle keinen Kamm, also scheiß drauf. In 30 Minuten können wir die wieder aufhören. Ah, jetzt muss ich kurz auf die Uhr gucken. 41, ich glaube bei 39 sind wir hier reingegangen, das sind dann nochmal gut 6 Minuten. Okay, können wir bei 15 Minuten. Ja, das wird dann ziemlich knäpsch. Das heißt, wir sollten jetzt kurz vor dem Typen speichern und den dann zerlegen. Zumindest versuchen wir das mit den Level 1er Viechern, die sind, wie gesagt, jetzt natürlich wieder Level 1. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt auf dem Weg nochmal einem Team begegnen und dann haben wir wenigstens diese Aufgabe erledigt. So. Aber momentan ist halt nichts gegen den Typen da auszusetzen. Der ist halt, glaubt, das Viereck war Typ Datei. Baby Atem. Fackel ihn ab, Junge. Jo, 160, alles klar, wir zerlegen den sowas von. Ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen drum machen. Vielleicht teile ich auch einfach den Gotzumon, tausche ich vielleicht einfach nur aus. Könnte ich eigentlich auch machen. So, Level 7, Level 3. Ja, Level 3 reicht. 20 HP mehr. Vor allem sind die Viecher eigentlich fast stärker als Gotzumon. Dann haben wir auch noch so zwei Drachen. Finde ich ultra geil. Vom Team ab her. Also so vom Look. Wie die halt aussehen, passen echt nice zusammen. Vor allem hatte ich noch nie so ein Team, wenn ich ehrlich bin. Das finde ich schon mal gut. Oh, nice. Noch eins. Da wir jetzt wissen, dass wir die WDE-Instanz zerlegen, scheiß drauf, Babyatem, zerlegt den. Ach, Mist, genau auf den falschen. Ich gucke immer da oben rechts, wer als nächstes dran ist. Und am liebsten zerstöre ich halt den, der als nächstes dran ist, weil dann bin ich direkt wieder dran. Das ist deutlich angenehmer, als so zu spielen. Ah, Cross-Damage. Sind natürlich beide vom gleichen Schlag. Ne, sind nicht vom gleichen Schlag. Ich verstehe echt manchmal nicht, warum, wann die zusammen angreifen und wann nicht. Muss ich noch irgendwie herausfinden. Keine Ahnung. So. Dracomon Level 4, Monodramon Level 4, Zumomon Level 4.
Alles klar. Dann speichern wir den Dreck jetzt. Und dann werden wir uns endlich mal hoffentlich gegen den behaupten können. Aber das meine ich halt mit Schwierigkeitsgrad schwer, Leute. Es ist halt echt nicht von schlechten Eltern. Wir haben alles gemacht, was man machen musste. Ich habe den ja eben schon vorgelesen, deswegen muss ich das, denke ich mal, jetzt nicht nochmal tun. Alles vorgelesen, was man vor... alles getötet, was man töten musste. Also besiegt, töten, tust ja Digimon nicht. Boah, die machen immer noch so hart viel Schaden. So, wir zerlegen einfach zuerst den da. Ja, 74 sieht auf jeden Fall besser aus als 0. Dann auch noch der kritisch. Und wenn der den jetzt noch komplett zerlegt, wäre das schon richtig geil. Yes. Haben den ersten komplett weggeknüppelt. Alter, wie die Luftblasen reinhauen. Haben wir irgendein... Ja, Wiederbelebungs-Items haben wir auf diesem Level natürlich noch nicht. Wow, da habe ich mich erschrocken. Da ist jetzt gerade einfach eine Tür zugegangen. Aber wo ist denn hier Durchzug? Egal. Jo. Das war doch ganz easy mit drei Rookies, oder? Ja, es sind natürlich alle Extrem-Level abgegangen. Level 14, schwerer Schlag erlernt. Level 10, Zerstörungskanone erlernt. Und die Digimon, die in diesem Kampf besiegt werden, die kehren damit 1 HP wieder zurück. Ah, ich weiß, dass was ich getan habe, falsch war. Ich werde den Digimon nie wieder etwas antun. Tut mir leid. Damit sollte der Fall abgeschlossen sein. Gehen wir Miri Bescheid sagen. So. Dann, warte, den heilen wir erst. Obwohl, brauchen wir, glaube ich, nicht heilen. Wenn die jetzt den nicht direkt angreifen, dann sollte der sogar noch durch die paar Viecher hier leveln. So, wer ist als nächstes von denen dran? Unimon. One-Hit. Boah, die Attacke sieht schon geil aus. Also den behalten wir auf jeden Fall. Muss mir sagen, was du willst. Dracomon bleibt. Und der ist jetzt auch tot. Gut. Wir haben so viel trainiert, dass wir die jetzt auf jeden Fall one-hitten. Schon mal sehr angenehm. So, nur Dracomon ist Level abgegangen. Aber damit ist er jetzt auch wieder voll. Das ist schon mal gut. So, dann müssen wir jetzt wieder zu Mirei gehen und dann können wir die Quest abgeben. Babyatem. Wer kommt als nächstes? Der da. One Hit. Okay, doch nicht. So. Ah, Punimon greift trotzdem an. Schade. Bei dem, bei der Zusammensetzung können wir es auf jeden Fall nicht machen. Wenn ich überlege, Monodramon hat Level 8 erreicht. Ne? Schon krass. No Signal. Way. Und lauf auf ihn zu. 180 Schaden. Nice. Ich habe irgendwann mal ganz am Anfang vom Spiel eine Kombi gehabt, die so viel Schaden gemacht hat, dass ich direkt einen Erfolg bekommen habe. 1999 Damage oder sowas. Aber auch mit Rookies. Das war krass, weil alle drei angegriffen haben. Das war schon echt sehr, sehr stark. Und wie wir gerade gesehen haben, kann sich das eine auch entwickeln. Das machen wir aber definitiv erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, jetzt kommt jetzt kein Kampf mehr. Einer kommt noch. Aber egal, dann seht ihr auch ein bisschen vom Kämpfen. Die meisten werde ich ja in diesem Let's Play vorspulen. Oh Gott, Summon kann sogar rein theoretisch zu dem Vieh werden. Aber erstmal zerlegen wir das. Also Gotsumon kann jetzt sich entwickeln lassen, glaube ich. Mit Level 14. Aber das war, glaube ich, nur das Virus-Typ. Ich meine, es muss Level 15 sein, damit wir zu dem werden, zu diesem Gotsumon verschnitt werden können. Ja, das wird ja dann nächste Folge hoffentlich so sein. Dracomon Level 6. Oh, ich hoffe, die können sich direkt zu Champions entwickeln. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann müssen wir die wieder hin und her entwickeln und dann die Rookie zur Ausbildung. Und da, wie wir gesehen haben, waren die ja nicht besonders stark. So. Schön zum Digilab und die Quest abgebe. Hallo? Danke, dass du dem Hacker eine Lehre erteilt hast. Ich wusste, dass auf dich Verlass ist. Mit den anderen 29 wirst du sicher keine Probleme haben. Was? Habe ich das nicht erwähnt? Leider gibt es da draußen noch zahlreiche Hacker, die ihre Digimon furchtbar missbrauchen. Auf meiner schwarzen Liste sind 30. Mit dem, den du gerade besiegt hast, sind es insgesamt noch 29 übrig. Schau nicht so, für dich habe ich die Liste sogar schon gekürzt. Ursprünglich standen 60 Hacker auf der schwarzen Liste, aber ich fand, das waren zu viele für eine Person. Deshalb habe ich dich, dich und jemand anderen gebeten, jeweils die Hälfte zu übernehmen. Deswegen mussten wir im ersten Teil 30 Hacker in der schwarzen Liste besiegen. So schlimm ist das gar nicht, oder?
Du musst nicht antworten. Ich verstehe das voll und ganz. Und ich bitte dich ja nicht, die alle sofort zu besiegen. Ich weiß noch gar nicht, wo die restlichen sind. Da fällt mir ein, hast du schon die Digifarm ausprobiert? Wenn nicht, solltest du das schnell nachholen. Wenn du die Digimon auf deiner Digifarm bittest zu ermitteln, finden sie für dich heraus, wo die anderen Hacker sind. Wenn wir wissen, wo sie sich aufhalten, werden wir neue Fälle zur ATL hinzufügen. Du kannst sie wie den Fall heute angehen. Du hast ein paar seltsame Eigenheiten, aber deine Verbindung zu den Digimon ist echt. Solch eine Verbindung ist nicht zu unterschätzen. Arbeite also bitte mit deinen Digimon zusammen, um sie vor den bösen Hackern zu schützen. Ich erwarte Großes von dir. Schlag die bösen Hacker erledigt. Berichte davon dem Dönerbudenbesitzer. So, das fragen wir noch kurz nach. In der Digiline. Auf der Farm sind Digimon auf Höchstlevel, unter anderem Botamon. Boah, das ging ja schnell, dass die auf Höchstlevel gekommen sind. Das machen wir aber nächste Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Upp, da ist die Taste. Bis zum nächsten Mal.